Hier auf Bühne 4 geht es weiter mit Webmapping und wir beginnen mit einer Demo-Session Webmaps effizient mit Vegio erstellen von Jakob Miksch und Christian Meyer von Maximum. Es wird ein bisschen knapp mit den Fragen, aber wir würden trotzdem die Fragen sammeln im Fragen-Tab und werden versuchen, mindestens einen Teil davon zu beantworten nach dem Vortrag und sonst dann halt im Chat. Aber wir sind gespannt auf den Vortrag. Viel Vergnügen. Hallo miteinander, mein Name ist Jakob Miksch. Ich darf Ihnen heute erklären, wie man mit dem Projekt Vegio Web-App sehr effizient und schnell gestalten kann. Kurz zu mir, mein Name ist Jakob Miksch. Ich arbeite bei der Firma Maximum, zu der ich gleich noch was sagen werde. Ich bin Geoinformatiker, Anwendungsentwickler und bei der OSGEO als Charter-Member aktiv. Bei Maximum machen wir alles im Bereich Geodaten, also Dienstleistungen, Bereich GIS, Webmapping, Geodateninfrastruktur, Softwareentwicklung, Softwarekonzepte und auch Beratung und Schulung. Jetzt erstmal die Frage, was ist Vegio? Manche haben es vielleicht schon gehört, manche noch nicht. Im Prinzip ist es eine Kombination aus dem Framework Open Layers, das im FOSGIS-Umfeld sehr bekannt ist, um Geodaten im Web anzuzeigen, und dem Web-Framework Vue.js, das im Prinzip das Grundgerüst für eine Webseite darstellt. Wir haben das kombiniert, um einen recht leichtgewichtigen WebGIS-Client zu machen, den man durch eine Konfigurationsdatei erstellen kann und konfigurieren kann, aber auch zusätzlich durch eigene Komponenten erweitern kann. Ist natürlich Open Source und kann weiter benutzt werden und ist auch für mobile Endgeräte optimiert. Dann, was genau ist Vue.js? Wie ich schon gesagt habe, das ist eben ein Web-Framework, das im Prinzip einem schon viele Werkzeuge mitgibt, um eben eine angenehme Webseite zu erstellen, und bringt eben viele Funktionen mit, die es sonst ziemlich aufwendig machen würde, die selber zu erstellen. Ist neben Angular und React eins der großen Web-Frameworks der Wahl heutzutage. Vue.js ist das jüngste der drei Projekte und zeichnet sich halt besonders durch die Leichtgewichtigkeit aus und hat auch aus ein paar Fehlern von Angular und React gelernt und ist in vielen Bereichen da jetzt bisschen leichtgewichtiger und schnell zu erlernen. Dann Open Layers ist auch, wie gesagt, unter den, die schon häufiger auf der FOSGIS waren, sicher bekannt, ist ein OSGEO-Projekt und hat die Möglichkeit, wirklich sehr viele Layer und Datenquellen einzubinden und die Karte kann mit vielen Interaktionen versehen werden. Steuerelemente ist auch komplett Open Source verfügbar, wird aktiv weiterentwickelt und eben weit verbreitet. Dann, was kann unser Projekt Vegio? Es kann im Prinzip viele Sachen, die es von Haus aus in Open Layers nicht drin sind, also eine klassische Layerliste, dann gibt es ein Werkzeug, um Strecken und Flächen zu messen, dann ein Selektionswerkzeug für Vektordaten, Attribute können angezeigt werden, Informationen zu Koordinaten, dann eine Toolbar, wo alle Werkzeuge platziert werden können und Hilfefenster, dann eine Animation, wenn der Layer länger braucht zum Laden. Also eben alles Dinge, die man in einem ganz normalen WebGIS erwartet. Jetzt in den letzten Monaten und Jahren hat sich jetzt auch wieder einiges getan. Jetzt gibt es immer mehr und mehr Dinge, eine Attributtabelle, beispielsweise Docker-Image, dann kann man das Layer-Styling ist immer erweitert worden, sodass man jetzt nicht selber beim Programmieren anlegen kann, sondern direkt im Konfigurationsfile sich Layer stylen kann. Dann gibt es ein QGIS-Plugin, das ich später noch zeigen werde. Dann ist jetzt die Dokumentation von einem Wiki auf eine Webseite gewandert. Man kann Geodaten per Drag-and-Drop reinziehen, Geo
Coding gibt. Also man kann einen Begriff einfügen und wird dann dahin gesummt, wo man hin will. Und wir haben auch immer hohen Wert darauf gelegt, dass die Basisbibliotheken immer auf dem neuesten Stand sind. Dann fangen wir gleich mal an. Und zwar, wie installiere ich Vecchio denn? Im Prinzip ist Vecchio als GitHub, also auf GitHub verfügbar, und wenn man sich das runterladen will, kann man das entweder manuell machen oder man kann es mit der Kommandozeile machen, mit dem Befehl git clone, und lädt sich das dann runter. Das habe ich jetzt in dem Fall schon gemacht, und man sieht dann hier die ganzen Dateien, die da eben dazugehören. Als nächstes muss ich die ganzen Pakete installieren. Das mache ich mit npm install. Das ist der Node Package Manager, also der die ganzen JavaScript-Pakete installiert. Und dann muss ich jetzt sagen, ich möchte jetzt eine neue App, also meine eigene meine eigene Anwendung machen, die dann separat konfiguriert werden kann. Und als nächstes mache ich npm run dev. Daraufhin wird ein Entwicklungsserver gestartet, und ich kann dann in meinem Webbrowser lokal mir die bestehende Seite aufrufen und das dann auch als mein Entwicklungssetup nehmen. Hier sehen wir schon, das ist jetzt auf dem Port 8081 verfügbar, und ich kann jetzt hier alles tun, was ich eben in einer klassischen Webmap machen kann. Zoomen, klicken, Informationen kriegen, meine Punkte angezeigt bekommen, die ich markiert habe, und kann dann hier in meinem Editor eben alle Dateien verändern und mit dem Entwickeln beginnen. So viel zum Installieren. Dann, wie kann ich mir eine App generieren? Und zwar haben wir schon gesehen, wir haben uns hier vorher bei mit dem npm init app haben wir jetzt hier diesen App-Folder generiert, und alles, was in diesem Ordner drin ist, kann ich konfigurieren und wird dann direkt unabhängig vom Kerncode der Anwendung kann gepflegt werden, sodass ich jetzt quasi die Kernfunktionen der Anwendung sind jetzt getrennt in einem anderen Ordner als jetzt meine Eigenentwicklungen, die ich jetzt in dem App-Ordner habe. Und hier habe ich jetzt beispielsweise eine Konfigurationsdatei, die heißt app-conf. Und alles, was ich in dieser Konfigurationsdatei definiere, wird dann direkt übertragen auf die Anwendung. Und jetzt gibt es hier auch noch ein anderes Beispiel, das ist jetzt die Minimalversion, also hat viel weniger Einstellungen. Und mit der wollen wir jetzt mal anfangen. Die kopieren wir uns jetzt rüber in unsere App-Config. Und schauen uns jetzt mal an, was da passiert. Dazu öffnen wir jetzt wieder den Browser, drückt einmal auf Refresh und sieht jetzt hier, ich habe jetzt die Anwendung sieht schon ein bisschen anders aus. Das heißt, es ist eine grüne Farbgebung, hat jetzt nur einen grauen Hintergrundlayer und auch weniger Icons in der Toolbar. Und wenn ich jetzt hier was ändern kann, kann ich jetzt beispielsweise sagen, meine Base Color, also meine Hintergrundfarbe, möchte ich ändern auf Blau. Dann mache ich den Neustart und sofort wird es blau. Dann kann ich jetzt hier meinen Titel ändern. Da gebe ich jetzt zum Beispiel Vosges 2021 ein. Und wieder Neustart, und man sieht jetzt oben in der Karte ist jetzt der Titel auch geändert. Das heißt, ich kann jetzt relativ schnell mir so übliche Einstellungen per Konfiguration eben machen, ohne dass ich jetzt da zum Programmieren direkt anfangen muss. Bis jetzt habe ich ja nur die einfachen Möglichkeiten oder die einfachen oder die klassischen Möglichkeiten angeschaut, und zwar wie ich halt einen Layer anschauen kann. Jetzt möchte ich verschiedene Module einbringen, und das ist sind eben viele also Möglichkeiten, wie ich mit Vecchio interagieren kann. Zum Beispiel habe ich jetzt hier schon ein bestehendes, das ist dieses das Info-Modul, das habe ich da schon eingeklickt. Dann kann ich jetzt mehrere Sachen
ändern. Also ich kann den Titel ändern, dann was in diesem Info-Text eben angezeigt werden soll. Und wie gesagt, also viele Sachen, die ich jetzt hier, kann ich hier einstellen. Dann mache ich wieder, aktualisiere ich den Browser wieder und sehe, dass sich jetzt mein Modul geändert hat. Dieses Modul ist natürlich ein sehr einfaches und es gibt natürlich noch viel mehr Module, auf die ich jetzt noch genauer eingehen will. Und zwar schauen wir uns das jetzt mal an. Auf der Internetseite vecu.org, die ich vorher schon angesprochen habe, ist jetzt eine Dokumentation, die wir jetzt auch neu erstellt haben. Und da gibt es eine eigene Sektion für Beispielanwendungen, die ich nachher noch zeigen werde. Und aber auch zusätzlich noch für die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die Vecu eben bietet. Und hier gehen wir jetzt auf die Modulkonfiguration und da gibt es schon immer ganz viele Möglichkeiten und oben ist jetzt eben schon mal ein Beispiel, was man jetzt eben anzeigen lassen kann und das ist jetzt eben die Layerliste. Da kopieren wir uns jetzt einfach das jetzt unten in unsere Sektion zu den Modulen ein, speichern das, machen Refresh und jetzt sieht man auf der rechten Seite diese Striche und da habe ich jetzt eine Layerliste, also momentan mit nur einem einzigen Layer und den kann ich dann eben ein- und ausschalten. Dann habe ich vorher schon erwähnt, haben wir ein QGIS-Plugin gemacht. Mit dem kann man sich Layer-Konfiguration automatisch erstellen, weil die Layer, die sind im Prinzip auch eine ganz normale Konfiguration in der Konfigurationsdatei und da ist es immer ein bisschen aufwendig, den Link rauszusuchen. Und da ist es ganz praktisch, QGIS dafür zu nehmen, dass man einfach schon mal das so reinzieht, wie man es haben möchte. Und hier ist dann dieses Plugin QGIS to Vecu. Da kann ich dann einige Sachen aussuchen. Dann kann ich mir verschiedene Module anwählen, die schon vorkonfiguriert sind. Mir eine Hintergrundfarbe aussuchen. Und wird dann automatisch oder einen Pfad aussuchen und dann kann ich mir das speichern lassen. Dann habe ich das hier in meinem Texteditor schon geöffnet und da sind dann eben die Daten drin, die ich schon vorher eingeben. Und hier sieht man jetzt die Layer, die ich jetzt aus dem QGIS-Projekt hatte. Also der Typ, dann der Name, dann L, die ich jetzt eben nicht mehr manuell raussuchen muss, sondern automatisch rausgezogen wird. Dann die Layer-ID oder beziehungsweise wird dann erstellt und auch der Name vom Layer wird dann eben extrahiert von dem QGIS-Plugin direkt. Ja, hier sieht man noch diese ganzen Module. Jetzt habe ich mir das einfach reinkopiert hier in die Datei, die ich jetzt gerade benutze. Das ursprüngliche lösche ich wieder und dann schauen wir uns das nochmal an. Unter Localhost 8081. Und siehe da, ich habe jetzt die ganzen Layer, die ich eben vorher in QGIS hatte, sind jetzt hier in meiner Webanwendung und werden auch über den WMS-Dienst geladen, den ich da eben spezifiziert habe. Als nächstes ist natürlich die Frage, wie kann ich das Styling machen? Also hier sieht man jetzt schon, das ist so blau, ob man das jetzt so haben will oder nicht, ist ja natürlich eine andere Frage. Wenn es ein WMS-Layer ist, habe ich ja eh keine Wahl, dann muss ich einfach das Styling nehmen, was der Server mir vorgegeben hat. Aber es gibt, wenn die Daten als Vektor vorliegen, also beispielsweise in einem WFS, kann ich mir ein Styling eben in der Konfiguration einstellen. Hier sieht man jetzt, habe ich so eine Tankstelle angeklickt und das ist dann zu so einem schwarzen Stern geworden. Und da kann ich jetzt auch sagen,
Das soll, wenn es selektiert wird, soll es eben jetzt ein Haus werden und rot. Dann mache ich nochmal aktualisieren, refresh. Dann klicke ich drauf und jetzt wird es ein rotes Haus. Und im Prinzip, was hier passiert, ist, dass ich, man sieht es hier auf der linken Seite, habe ich jetzt, bin ich in dieser Layer-Konfiguration und kann einfach sagen, der Stil soll jetzt ein Icon sein, mit einer bestimmten Schriftart und eine bestimmte Hintergrundfarbe. In dem Fall haben wir jetzt diese Schriftart, die heißt Material Icons und die können wir eben benutzen, um unsere Features da eben zu stylen. Wenn ich mag, kann ich natürlich auch noch die Größe ändern, also die Größe des Icons und jetzt wird das Haus eben größer. Und das Angenehme ist, dass ich es das direkt in der Konfiguration machen kann und muss es quasi nicht direkt im Source Code selber einprogrammieren. So, dann schauen wir noch ein zweites Beispiel an. Hier haben wir jetzt Geschäfte in einem Ort und da habe ich jetzt einen anderen Stil, da habe ich einfach einen Kreis und jetzt vorher war dann violett und ein kleinerer Radius und jetzt machen wir das Grün außenrum und plötzlich und schon ist der Layer gestylt, so wie ich den haben möchte. Auch hier das gleiche mit einem Select-Stil, also dass wenn ich draufklicke, dass dann ein anderer Stil erscheinen soll, kann ich auch direkt hier gleich einstellen. Hier nur als Beispiel, wie gesagt, es ist nicht so gedacht, dass es jetzt besonders hübsch aussehen soll, sondern erstmal einfach nur zu zeigen, was möglich ist. Man kann natürlich vom kartografischen her kann man sich da komplett alle Möglichkeiten ausprobieren und dann geht es hier weiter mit einem Permalink. Das ist ein Link, der hier oben auf der in der URL-Leiste ist. Da wird dann automatisch gespeichert, wo ich mich befunden habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal lade, komme ich genau dahin, wo ich vorher eben war. Und wenn ich diesen Link dann weiterschicke an eine andere Person, wird dann die Person auch genau dahin geführt, wo ich eben meine Karte abgespeichert habe. Und das kann auch wieder eingestellt werden durch ein Modul und auch entsprechend konfiguriert werden. Als nächstes schauen wir uns hier die Attributtabelle an. Das kennen jetzt viele aus dem Desktop GIS. Das ist immer spannend, wenn man einen Layer hat mit eben sehr vielen Daten pro einzelnen Feature. Da kann ich mir jetzt eben aussuchen, was ich haben will. Ich nehme jetzt hier diese Geschäfte in dem Ort und das Spannende ist, ich kann hier auch dann gleich draufklicken und werde dann dahin gezoomt, wo ich eben sein möchte. Das gleiche geht auch umgekehrt. Ich drücke auf den Ort in der Karte und meine Tabelle springt genau dahin, wo ich es haben will. Genau das gleiche jetzt auch hier mit diesem Tankstellenlayer. Gut, wir haben vorher schon gesehen, dass es mehrere Konfigurationsdateien gibt und ich kann mir im Prinzip mehrere Konfigurationsdateien für in einer Anwendung erstellen. Und das Spannende ist, dass ich das direkt in der URL ändern kann. Das heißt, ich habe jetzt hier meine normale App-Conf, da muss ich jetzt in der URL nichts angeben, aber jetzt habe ich hier eine App-Conf minimal und da kann ich jetzt mir das eingeben und zwar mit dem Parameter App-Kontext und dann in dem Fall minimal gebe ich ein und noch ein Fragezeichen davor und schon kann es losgehen und dann habe ich den App-Kontext, den ich vorher, der quasi in einer anderen Datei gespeichert ist. Und es ist zum Beispiel nützlich, wenn ich jetzt schon für verschiedene Regionen mir was vorkonfigurieren will, dann kann ich das einfach direkt oben über die URL ändern. Also jetzt hier noch ein Beispiel, wo man ein projiziertes Koordinatensystem hat. Jetzt hier ein Beispiel von den Niederlanden.
Dann zu guter Letzt, wir wollen die Anwendungen ja nicht nur lokal auf dem Computer speichern, sondern sie auch veröffentlichen. Wie funktioniert das? Im Prinzip müssen wir da wieder an die Kommandozeile. Und zwar mit dem Programm oder mit dem Kommando npm run build. Und was passiert dann? Dann habe ich jetzt einen Ordner, der heißt dist. Und da drin sind dann alle Dateien, die notwendig sind, um den auf einem Webserver zu legen. Und um das zu demonstrieren, habe ich jetzt hier nochmal einen separaten lokalen Webserver aufgebaut, der jetzt eigentlich nichts von Vue.js weiß, sondern einfach nur ganz dumm Daten als Webseite raussurft. Und dann kann ich jetzt hier in dem Fall jetzt auf den anderen Port gehen. Das ist jetzt der Port 5000, nicht mehr der 1881. Und ich habe eben meine App hier. Und ich kann die jetzt auch auf jeden beliebigen Webserver legen, den ich mir irgendwie miete, oder auch bei GitHub Pages kann man ja auch sehr leicht sich Webseiten hosten. Und auf die Art und Weise kann ich eben das dann veröffentlichen. Dann zu guter Letzt, wir haben einige Demo-Anwendungen. Dazu gehen wir jetzt hier wieder auf die Webseite, unsere Dokumentationswebseite, wo alles drin steht. Und hier haben wir jetzt eine Anwendung gemacht, die Gewerbe in der Stadt Mutterstadt oder in der Gemeinde Mutterstadt visualisiert und hat eben ganz klassische Funktionen mit, ich kann hier draufklicken, kriege dann hier auf der linken Seite Informationen zu dem Betrieb, ich kann hier drüber hovern mit der Maus und kriege dann angezeigt, was ich haben will. Und das dann auch gestylt mit verschiedenen Icons, je nachdem, welche Kategorie für ein Geschäft wir haben. Dann haben wir noch eine andere, und da haben wir eine Zeitreise durch die Rheinland-Pfalz gebaut. Und zwar gibt es da einen sehr tollen Dienst vom Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz, der die topografischen Karten der letzten 100 Jahre etwa darstellt. Und dann kann ich jetzt hier auf einen beliebigen Ort gehen und mir dann mit so einem Zeitschieberegler aussuchen, von welchem Jahr ich das haben möchte. Genau, hier ist, man sieht hier ganz, wenn ich ganz lang zurückgehe, gibt es hier nichts mehr, aber dann kann ich hier durch jedes Jahr durchgehen und bekomme dann meine aktuellen Daten. Und das ist im Prinzip jetzt diese ganz normale Standard-Vecue-Installation, aber eben mit einer eigenen Komponente erweitert. Und das ist eben das Praktische an Vecue, dass ich quasi schon mal eine ganz klassische Kartenanwendung habe, und wenn ich was Spezielles machen will, kann ich mich da einfach einklinken und das dann zu meinen Wünschen verändern. Dann zu guter Letzt, da unsere Firma ja in der Rheinland-Pfalz liegt und wir direkt an der Deutschen Weinstraße liegen, gibt es hier auch eine Karte, die die Weinstraße interaktiv erkundbar machen soll. Man sieht jetzt hier die verschiedenen Orte, und ich kann dann hier auch draufklicken und bekomme dann auf der rechten Seite Informationen, die von Wikipedia abgefragt werden. So, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, besten Dank, Jakob Miksch und Christian Meyer, für diesen spannenden Vortrag. Wir haben noch kurz Zeit für Fragen. Vielleicht zuerst die Entwicklung des grafischen Admin-Tools, ob das geplant ist. Wir haben ja das Cookies-Plugin gesehen, aber vielleicht gibt es noch was weiteres zu sagen. Ja, also im Wesentlichen fungiert das Cookies-Plugin als ein erster Prototyp dafür. Wir wollen aber die Tools dahinter wollen wir noch separieren, sodass es auch möglich sein wird, ein webbasiertes Admin-Tool zu entwickeln. Ist auf unserer internen Roadmap. Wird sicherlich passieren, aber jetzt nicht mit Prio 1, aber da lohnt es sich ab und zu mal nachzuschauen. Da wird sicherlich was passieren.
dass es auch ein webbasiertes Frontend zur Konfigurationsgenerierung geben wird. Kann der Nutzer im Client die Transparenz für die Layer anpassen? Eine kurze Antwort. Nein. Nein, kann im Moment nicht. Gut, sind jetzt auch noch einige Detailfragen. Wie erfolgt das Styling der Objektinfofenster? Kann man das kurz beantworten? Aktuell, meines Wissens nach, ist das Standardverhalten, dass die rein die Attribute vom geklickten Feature als Tabelle angezeigt werden und alles Weitere muss programmatisch hergestellt werden zurzeit. Auch hier gibt es Bestrebungen, das weiter konfigurierbar zu machen. Wir haben halt bislang ja, machen wir damit kundenspezifische Projekte und sind da sowieso im Code und dann sind solche individuellen Gestaltungen des Objektinfofensters einfach Programmierleistung von uns, da halt immer ein schmaler Grat ist, wie man die, was abstrahiert man alles und welche Freiheiten gibt man per Konfiguration und was muss man einfach dann per Hand machen. Aber da wird sicherlich auch noch was passieren, um da zumindest ein bisschen mehr Convenience zu haben. Gut, ja. Wir konnten jetzt nicht alle Fragen beantworten. Ihr seid noch im Chat. Vielleicht könnt ihr da noch versuchen, Antworten zu geben auf die gestellten Fragen. Ich danke euch für den spannenden Vortrag und es geht dann hier um 11:30 Uhr mit Jaga weiter. Vielen Dank.